Dann können wir nur darauf hoffen, dass ihr, dass eure weisen Worte bei eurem Bruder Gewicht finden werden. Nun, für meinen Bruder kann ich nicht sprechen. Er mag ein einfacher Burggraf sein und kein Fürst, aber er hat zumindest von Selindian einige Zusprüche bekommen. Ob diese jetzt noch geltend sind, weiß ich nicht, aber wir werden uns natürlich mit Okurian beraten. Herausragend. So viel ist los. Wenn ich doch einmal vorbeischaue, könnte ich euch ja auch mal. Vielleicht mit eurem Bruder zusammen. Das wäre doch vorzüglich. Ja, sehr gerne. Ihre Ich Gnaden, weiß noch nicht. Boas. Wenn ihr Ich das weiß noch nächste nicht, Mal wann hier wir seid, zurückkehren. wir werden sicherlich einen gemeinsamen Termin finden, um uns hier oder in der Burg meines Bruders zeichnen zu lassen von euch. Wunderbar, wunderbar. Ah, die Untertanen der Kaiserin. Da sind natürlich die besten Bilder angebracht. Die besten Bilder. Ja, sie winkt mit ihrer einen Hand die Diener heran, die dann das Bild auch nach kurzem eigenen Betrachten wegbringen in einen anderen Raum. Und ihr könnt ja wohl auch hören, durch die offene Tür wieder andere Gemälde abgehängt werden. Gut, meine Helden, Eiler nickt euch zu. Dann sollten wir eventuell darüber beraten, wie wir vor Ort kommunizieren können. Ich werde so schnell es geht einige Truppen sammeln, vielleicht aus Fasar oder aus den Dulamitischen Landen. Wer auch immer den Krieg überstanden hat und Truppen spenden mag, eventuell auch Perikum, da ich dort selbst in meiner Löwenburg residiere, aber die Anzahl der Rondrianer ist doch in den letzten Monaten arg gewichen, muss ich leider zugeben. Allerdings können wir uns sicherlich den ein oder anderen Krieger organisieren und dann einen kleinen Sturm auf die Varronkai und Harrung wagen. Zusammen mit den Posaunen von Perikum bzw. Nebachoth werden wir sicherlich einige Lücken reißen, gerade wenn wir euch vorschicken und die Stadt infiltrieren. Wir werden euch natürlich aus dem Inneren unterstützen, so gut wir können. Genau. Alles, was dem Drachen schadet, ist uns zum Guten gelingen. Ein Vorteil. Ihr Sind wir habt dabei? zwei Kamatiker dabei. Wenn ich sehe zwar aktuell Kiaras nicht an eurer Seite, aber sollte er ebenso mit euch dort verweilen, dann können wir auf kamalem Wege miteinander kommunizieren und ihr könnt uns so Nachrichten schicken. Euer Es wird selbstverständlich ein Leuchtfeuer sein und ihr werdet sicherlich entdeckt werden, aber kümmert euch darum, dass ihr sicher seid. Wäre es nicht möglich, auf magischem Wege ein Licht über der Stadt erscheinen zu lassen? Dies wäre wesentlich unauffälliger. Auch das wäre möglich. Allerdings solltet ihr wissen, dass es in der Varronkai das Totenwetter gibt. Doch ein Licht wird sicherlich zu erkennen sein. Zur Not ein großer Flammenball. Der Wille des Herrn Paios wird auch das scheußlichste Wetter hinfortzuscheuchen vermögen. Seid euch dort sicher. Wir hatten lange keine Pajoten mehr in der Stadt. Könnt ihr euch denn dort verbergen? Habt ihr eure Moralkodizes abgelegt? Die Pfahne der Ich Götter halte zu natürlich einen schlagen. Mantel. Die Pfahne der Götter zu schlagen erfordert bisweilen, dass wir weltliche Kompromisse eingehen. Also Denn ich ihr habe mir Dienst. extra mein Bart weiß färben lassen und gebe mich als Eisgeode aus. Bah, das wird wunderbar funktionieren. Nein, Denn er ihr schaut dich Dienst, verwirrt der an. Ring. Sie hat wohl mit Eisgeoden oder geodischen Zauberritualen gar nichts am Hut. Das kann ich leider nicht wechseln. Was Nö. hat ein Eisgeode mit der Varronkai zu tun? Ach so, ja, weil der Drache braucht das Teriyak und das Teriyak kommt aus dem hohen Norden und das muss gekühlt werden. Und wer kühlt besser als ein Eisgeode? Ihr gebt euch als Agenten von Glorana aus. Derzeit ist der Plan, nördlich von Warung einen Teriyak-Konvoi aufzubringen und anstelle dessen in die Stadt zu gelangen. Nun, dann möge Fex euch bewahren. Wenn wir uns alle bewahren und möge St. Gilborn und St. Albuin uns verzeihen. Ja, Sumo wird's schon richten. Eure positive Einstellung ist wie immer ein Lächeln an dunklen Tagen. Wunderbar, Wolter. Ich glaube, dann sollte ich tatsächlich so schnell wie möglich aufbrechen und während ihr euch durch die Berge schlagt, werde ich tatsächlich dann über die Tulamidenlande und die Berge. Wir werden mit dem Schiff anreisen, so sehr ich das Wasser mittlerweile verabscheue und die blutige See, doch
werden den Sturm ein weiteres Mal in Richtung Beilung wagen und von dort aus dann in die Varunkai vordringen. Wenn ihr als Helden das tatsächlich schaffen solltet, wenn nicht ihr, wer sonst? Immerhin wart ihr es, die Galotte aufgehalten haben und ebenso Hafax zurückschlagt. Ja, und an Dean Jonas Tod waren wir auch nicht ganz unbeteiligt. Ich hörte bereits von Akos Schar davon. Gut, dann wünsche ich euch gutes Gelingen. Ich kann nicht für die Perlenmeerflotte sprechen. Ich habe zwar schon mit dem Admiral gesprochen und war selbst einige Zeit erbost, aber er wird diese Steckbriefe in der Stadt nicht abhängen. Ich hätte euch zwar gestattet, die Löwenburg zu betreten, da sie leicht außerhalb liegt, aber wenn ihr in der Stadt selbst von Wachen aufgegriffen werdet, kann ich nicht für eure Sicherheit garantieren. So werden ich auch nicht anwesend sein werde. Hab trotzdem Dank für eure Bemühungen. Wir werden uns mit den Gegebenheiten arrangieren müssen. Nun, dann all die Götter, die ihr brauchen werdet, an eurer Seite. Auf dass sie euch beobachten und beschützen. Ich würde mich ja immer steif verbeugen vor ihr. Wenn ihr den heutigen Tag noch hier verbringen mögt, seid ihr natürlich auch gerne eingeladen, den Palast zu nutzen. Oder einer der Villen. Nun, ich denke, wir wollten uns noch einmal im Informationsinstitut umschauen. Genau. Richtig, einen alten Bekannten besuchen. Ja, oh, ja. Bei Margus Heisinger, dem Bibliothekarius. Richtig. Gut, dann als Helden von Romulus seid ihr uns willkommen. Wir wünschen euch viel Erfolg bei dem, was ihr tut. Und Herr Gorbas, wenn ihr das nächste Mal in Romulus seid, dann lasst es uns wissen. Natürlich. Aber ich bin mir sicher, wir finden einen Termin. Praios-Tag. Ah, es wird wunderbar. Ich schaue mich schon mal in der Stadt um, dass ich auch ein schönes Plätzchen finde. Gut, so könnt ihr den Palastberg wieder verlassen. Und wenn ihr dann durch die Türen hindurchtretet, könnt ihr tatsächlich sehen, wie dort das Gemälde von Eldan Gorbas einen doch recht großen Platz schon in Anspruch nimmt. Und andere Gemälde, die nur noch so einen weißen Fleck hinterlassen haben auf den Wänden, die tatsächlich dann auch den Gesamteindruck stören würden neben diesem Meisterwerk. Eldan, ich muss schon sagen, das ist wirklich grundsolide Handwerksarbeit. Kein Zwerg hätte das besser hingekriegt. Es ist sehr beeindruckend. Ach, vielen Dank. Es ist das Motiv, müsst ihr wissen. Der Künstler, der nimmt nur wahr, aber das Motiv, oh. Ihr wart ja selber anwesend, es war bewegend. Ach, ihr Sünde selbst muss eure Hand geführt haben dabei. So inspirierend ist es. Ja, aber was schenken wir denn jetzt der Dame aus Beilung? Jetzt habe ich ja nur noch ein Werk. Ja, ein Werk reicht doch. Besser als kein Werk. Ja, aber sie ist ja nicht nur die weltliche Führerin der Stadt Beilung. Nein, vereint auch die kirchliche Macht in sie. Da brauche ich doch zwei Werke. Naja. In beiden Aspekten Respekt zu erbringen. Dann sagt doch, ihr habt das andere Werk im kirchlichen Namen irgendjemandem gespendet. Dann malt ihr schnell eins und spendet es. Ja, oder ihr kommt mit ins Informationsinstitut. Dieses wurde ja nicht geplündert. Vielleicht finden sich dort noch einige Zeichenutensilien. Ja, und dann könnt ihr die heroische Szene nachstellen, wie ich und Isarun ins Informationsinstitut gelangt sind. Was? Das will aber doch die Fürstgeweihte nicht wissen. Ach doch, es ist doch schon ein sehr erhebender Anblick, wie wir durch das Schlangentor hindurchschreiten und vom Bibliothekarius begrüßt werden, mit den ganzen bösen Dämonenhorden hinter uns. Das würde doch sehr hübsch aussehen, nicht wahr? Ich schon, ja. Ehrwürdige Dame als ehemalige Bandstrahlerin, wenn ich mich richtig erinnere, würde diesen Anblick nicht zu schätzen wissen. Warum habt ihr einen Vorschlag? Jalla, nur heraus damit. Warum halt ihr nicht Galottas Ende? Ihr wart nicht dabei, aber wir können uns euch sicherlich aus verschiedenen Winkeln beschreiben. Aber das wäre doch sehr grauslich. Ja. Das wäre ein Triumphmal. Ja, aber ich weiß nicht, sich Galotta in die Wohnung zu hängen, in die Kammer zu hängen. Oh,
Ich habe eine wunderbare Idee. Ich weiß nicht, ob ihr angeht. Habt ihr von einem Keil bis Licht? Wenn ihr ausklammert, dass fast alle, die sich daran beteiligt haben, gestorben sind. Ich würde die Anfangsszene einfangen, wie sie losreiten. Wisst ihr? Oh, ich habe noch eine viel bessere Idee. Ihr könntet auch malen, wie wir Borohaya gefunden haben. Im Wald. Dann hätten Im wir Wald? Praktisch nun ja eine Art von Gemälde-Szene. Ihr hättet dann ein Gemälde, wo wir sie gefunden haben, dann eine Reprise, die könntet ihr irgendwann dann später noch nacharbeiten und dann hättet ihr ihre Krönung. Boltax, aber das ist doch ein sehr privater Moment. Das können wir der Kaiserin doch nicht antun. Hat ihre kaiserliche Majestät einen Wunsch geäußert, dass sie diese Geschichte überhaupt in die Welt hinaustragt? Hat sie nicht. Boltax, ihr habt das doch mit Sicherheit nicht erzählt. Ich? Vielleicht einer Person. Wem? Nun, erinnert ihr euch, die Vorsteherin vom Tempel, die mir nun den Hartholzharnisch anfertigen sollte? Wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich habe ihr so ein bisschen erzählt, was wir in der Finstermark so gemacht haben. Savo schüttelt beim Kopf. Und weiter? Nichts weiter. Was habt ihr erzählt? Wir nach Punin gegangen sind und mit dem Raben gesprochen haben. Und das auch? Wir sollten uns eventuell bereits jetzt schon überlegen, wie wir mit unserem Eisgeoden in Wahrung mit Lügen verfahren. Oder nicht unbedingt mit Lügen, sondern vor allem mit zu viel des Ausplapperns. Ja, glaubt uns, mit Zwergen, die zu viel plappern, haben wir Erfahrung. Ihr müsst mir ja nur sagen, was ich sagen darf und was nicht. Es ist ja nicht so, dass ich freiwillig teile, aber mir wurde jetzt nicht gesagt, dass ich es nicht erwähnen darf. Ja, aber Boltax, euch muss doch klar sein, dass es zum Privatleben der Kaiserin gehört. Da ist sie doch nicht als öffentliche Person aufgetreten. Ihr dürft nur über solche Situationen reden, in denen sie als öffentliche Person aufgetreten ist. Das Leben der Kaiserin ist von Pryos gesegnet und ein solches ist alles, was sie tut, öffentlich, Isarun. Ich bin jetzt fasziniert. Was meint ihr mit Wald? Ja, ein Hain. Gefunden. Aber ich darf nicht darüber reden, ihr habt Isarun ja gehört. Achso. Offensichtlich trafen meine Kameraden die Kaiserin in einem Wald. Den genauen Hergang der Dinge hat man mir bislang auch noch verschwiegen. Oh. Na gut. Und wir sollten uns nicht über geheime Dinge informieren, die eventuell verborgen bleiben sollten, sondern eventuell darüber sprechen, wie wir unsere Tarnung weiter vorantreiben. Kommen wir aus Pavi, sind wir über die Letter gereist, kommen wir aus Bjaldorn, solche Dinge, Boltax, das werde ich mit euch in einer ruhigen Minute durchsprechen. Ihr kennt euch in der Geografie sicherlich besser aus. Ich habe die Städte zwar nicht einzeln bereist, aber wir sollten dennoch einen Blick fürs Detail haben. Eine konsistente Geschichte. Das ist schon ganz sinnvoll, das stimmt. Vielleicht kriegen wir... Nein. Wenn ihr mir die Wappen beschreiben würdet, bin ich mir sicher, dass ich eine annehmbare Kopie anfertigen könnte. Vielleicht lässt sich... Als Fälscher agiert? Ich könnte die Wappen herstellen, damit wir wissen, wie unsere Feinde aussehen. Nur damit ihr sie danach erkennen könnt. Ja, das ist eine gute Idee. Außerdem bin ich mir sicher, dass man ein Wappen von Dämonen nicht fälschen kann. Das Wappen von Pavi. Ein schwarzer, rotbewehrter Fuchs auf weißem Grund. Ich werde darüber beten. Ihr habt mich doch da gar erschüttert. Fälscher ist doch ein sehr, sehr hartes Wort. Nennen wir es dann halt anders, wenn ihr Fälscher nicht mögt. Künstler zum Beispiel. Kennt meine Person in Glorana noch? Die Person, die ich damals vorgehabt zu sein, als Enyo und Mark waren. Vielleicht lässt sich darüber etwas organisieren. Wir werden darüber zumindest im Detail sprechen müssen, vor allem mit Boltax. Aber jetzt bin ich ganz interessiert daran, den Freund von Isarun in der Bibliothek kennenzulernen. Ach, er wird euch gefallen. Ein sehr belesener Bibliothekar hat uns sehr weitergeholfen. Wofür muss man Menschenkenntnisprobe?
Darf Eldern aufwürfen, um zu merken, dass er eifersüchtig ist? Ihr dürft das, ihr, ja, da bekommt das alles so mit, da müsst ihr nicht würfeln, aber bei Isarun, sie merkt es nicht. Was? Ich hab's geschafft? Ja, aber vier Punkte ist nicht viel. Würde ihm mal unauffällig die eine Hand auf die Schulter legen. Junge Liebe. Die anderen kriegen es so, ne? Ja, ja, du vielleicht. Du brauchst ein bisschen länger, aber doch. Ja. Wenn ich es dann mitbekomme. Ah ja, und ein ganz stattlicher Mann war er außerdem, nicht wahr? Also so für Menschenverhältnisse. Asavo wird auf Rachsucht. Also nicht gegen Isarun, sondern warum gegen... Warum hat Asavo Rachsucht? Oh, das triggert. Das triggert. Oh, Boltax. Der war schuld. Da fällt jemand von der Mauer. Ja, so könnt ihr in das Informationsinstitut von Romulus gelangen, in die Praior-Stadt, die wohl sehr verheert ist, aber auch sich im Aufbau befindet. Der Bandstrahlerturm, der Praior-Tempel, allesamt vernichtet von den Leugamotschen-Horden, aber das Informationsinstitut der KGA selber so nicht. So könnt ihr in die Bibliothek vordringen. Kurze Frage. Ja. Ich habe den Platz in Praior gewalten. Ja. Okay. Wollt ihr ihn ansprechen? Nein. Nein, gut. Also, ja, wird es sicherlich geben, irgendwelchen Baumeister, die dann hier das Ganze wieder hochziehen. Die Magier sind wohl auch wieder aus Gareth oder wo auch immer sie sich aufhielten, da Partien aufgetaucht. Aber ihr könnt euch zum Bibliothekarius Siegmann Heisinger durchfragen, der wird euch empfangen. Isarun, du weißt nicht genau, was er da kommuniziert, aber Siegmann Heisinger wird wohl auch ein großes Interesse für Asavo haben. Und ihm da wohl, ach, du bekommst es nicht ganz mit, weil wohl seine Hände durch ein Buch er wird auf Attack kommunizieren, aber das Buch, was dir so gerade an dem Pult im Weg ist, kannst du es nicht genau erkennen, aber er redet wohl mit Asavo und wenn du dich umdrehst, kannst du erkennen, dass er wohl nickt, lächelt, also der Hellsichtsmagier wird da wohl gerade irgendwas erkannt haben und ihm da wohl irgendwelche Sorgen genommen haben. Ah, Isarun, Boltax, schön, dass ihr hier seid. Willkommen in unserer Bibliothek. Immer wieder eine Freude, euch zu sehen. Ihr habt also das Medaillon angewendet und eure Quest erfüllt. So ist es. Danke, es war wirklich unglaublich hilfreich. Möchtet ihr es wieder verwahren oder sollen wir es verwahren? Nein, es hat seinen Zweck erfüllt und ihr könnt es gerne als Andenken an diese Queste behalten. Allerdings weiß ich auch, dass ihr wohl schon mit Xenos an den Flammen gesprochen habt und seine kleine List, die er wohl vor über 600 Jahren ausgeheckt hat, hat wohl funktioniert. Nun ja, Xenos ist eben ein ganz pfiffiger. Mylana auch. Ach. Offensichtlich. So hat sich also alles zum Besten gefügt. Das ist wohl wahr. Wie ich sehe, sind auch eure Kollegen wieder eingezogen. Ja, selbstverständlich. Wir arbeiten wieder fleißig daran, die letzten Monate aufzuholen, nachzubereiten und auch die Zukunft zu kategorisieren und die möglichen Dinge aus der Zukunft zu lesen, die Sterne zu deuten. Genau, ich weiß deswegen. Ich weiß natürlich schon, was ihr von mir mögt, aber ihr solltet die Frage doch bitte selbst formulieren. Nun ja, wir sind tatsächlich gekommen, um eure Hilfe zu bitten, die Zukunft zu erörtern, gerade jenseits der Trollzacken, denn unser Weg wird uns als nächstes dorthin führen. Dann solltet ihr definitiv einen Abstecher in Richtung Beilung unternehmen und eventuell bietet es sich an, dass euer Freund der Maler Eldan Gorbas vielleicht dort verweilt. Vielleicht würdet ihr einen anderen Freund auflesen, denn Eldan mag zwar sicherlich sehr gute Ambitionen haben, doch seine Moralkodex ist ein gänzlich anders gearteter als der von eurem Freund Yalan Goldhand. Ja, wenn ihr schon von Yalan und seinem Moralkodex spricht, das ist ein... Ich denke, darüber könnte man mehrere Bücher schreiben. Sicherlich, aber darüber wird Praios urteilen. Und nichts hat ihn davor der Gesinde. Aber wenn Eldan euch verlässt, werdet ihr einen weiteren Menschen an eurer Seite wiederfinden, der euch sicherlich in Wahrung gute Dienste leisten mag. Oh, ich hatte so auf eine hübsche Zwergin gehofft. Aber gut. Voltax, auch die werdet ihr finden. Oh, das ist erfreulich.
Ich werde nicht sagen, wann, aber sicherlich auch ihr habt einen Namen in der Zwergenwelt und ihr seid immerhin bekannt mit sowohl Albrax als auch Arombodosch. Das sind ja rosige Neuigkeiten für mich. Ja, ihr habt mir den Tag gerettet. Und auch Iserun wird nicht alleine bleiben. Oh, Iserun wird ein bisschen rosa im Gesicht. Würfel mal selbst Beherrschungsprobe, Schwert um 7. Ach komm. Du hättest einen Chimpi ausgeben können. Aber nein. Ist das eine Störung? Nee, es ist keine Störung. Kann man ja versuchen. Haha. Ja, nur ein bisschen rot. Einen weiteren Plan hatten wir. Boltax, möchtet ihr ihn erörtern mit dem Ochsenwasser? Oh, ja, genau. Wir hatten uns überlegt, hinsichtlich des Drachen, der ja unglücklicherweise den Aragrim aufgesogen hat, der ja wiederum ein elementares Wesen des Feuers, wenn auch pervertiert ist, so ist das Wasser doch sein Gegenelement und das Ochsenwasser hat einige mächtige Elementargeister in sich. Und wenn es uns gelingen würde, mit diesen Elementargeistern Kontakt aufzunehmen, könnten diese sicherlich hilfreiche Verbündete sein, so wird die Konfrontation mit dem Drachen, den hier am Ochsenwasser forcieren könnten. Was meint ihr zu der Idee? Die Idee an sich ist gut und sie mag auch gelingen. Allerdings solltet ihr euch ganz genau darüber im Klaren sein, wie ihr den Drachen nach Tapazien, also zum Ochsenwasser, lotsen könnt und wie ihn auch davor bewahrt, dass er wieder abhebt. Aber ich glaube, dass Asavo euch mit diesen Konflikten schon angesprochen hat und dass ihr damals in Punin wenig aufschlussreich wart und wenig Zeit dafür hattet. Wenn es auch an eurem Freund Rafim gelegen hat. Aber ihr solltet euch tatsächlich darüber Gedanken machen, wie ihr einen Drachen binden könnt. Ach, nun ja. In der Vergangenheit haben wir darüber nachgedacht, den Kantos Bewegung stören anzuwenden. Nur reden wir nicht von einem x-beliebigen Drachen. Genau, ihr solltet euch eventuell nicht auf die Magie oder die Götter verlassen, sondern vielmehr auf einen profanen Grund. Irgendetwas, das er dort will und deswegen kann und sollte er nicht aufbrechen. Ihr habt Milanas Pendel schon gefunden und ihr wisst, was Gras das so verlangt. Eventuell also Kaiserblut dort versammeln. Und zwar so viel wie möglich. Ich weiß, was die Kaiserin das wohl tun würde. Sie scheint mir mit wahrem Heldenmut gesegnet, aber es ist mir natürlich nicht wohl dabei, sie schon wieder in Gefahr zu bringen. Was ist denn mit ihrem etwas? Ihre Schwester, ihr Bruder, Ja, ihr Stierbruder. Also, weiß schon, Selinian Hahl. Ja, einen anderen Bruder hat sie nicht, Boltax. Ich weiß es ja nicht, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber wenn der da auch dazukommen würde und sie gemeinsam gegen den Drachen kämpfen wollen, das hätte schon viel Schönes. Zukünftige Barden werden von einer Schlacht der drei Kaiser singen und ihr solltet euch überlegen, welche der drei Kaiser ihr dort versammeln mögt. Dies als Hinweis. Mehr möchte ich allerdings dazu nicht sagen. Dritten Kaiser? Auch nicht zwei, sondern drei Kaiser. Aber dieses Rätsel wird sich in der Zukunft euch offenbaren. Nun gut. Ja, vielleicht meint er mit Kaiser einen Kaiserdrachen, aber naja, das würde mit dem Blut überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, stimmt, dann könnte der Schwarze ja sein eigenes. Ach so. Die andere Seite wird auch drei Kaiser offenbaren. Auch dies als Hinweis auf die Zukunft. Also drei Kaiser gegen drei Kaiser. Also sechs Kaiser. Es wird die genannt werden, die Schlacht der drei Kaiser, und der Sieger wird darüber entscheiden, welche der drei Kaiser von den Helden und den Barden besungen werden. Ich hoffe, das werden wir sein. Aber ich denke, da könnt ihr uns wieder keine genauere Auskunft drüber geben, weil Kausalgefüge und so, das hattet ihr beim letzten Mal ja erklärt. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr erleichtert, dass ihr grundsätzlich sagt, dass der Plan so, wie wir ihn formuliert haben, gelingen könnte. Das ist schon mal eine recht positive Entwicklung. Doch, doch. Ich möchte euch an dieser Stelle schon einmal die Glückwünsche ausrichten, aber ich glaube, das würde Pech bringen.
Daher werde ich auch nicht sagen, welche Glückwünsche zu welchem Erfolg, aber ihr werdet weitere ansammeln. Und mit diesen kryptischen Worten möchte ich mich an dieser Stelle auch wieder von euch verabschieden. Ich habe bereits viel zu viel offenbart. Ich glaube, ihr habt genau so viel offenbart, wie ihr offenbaren wolltet. Richtig. Hesinde hat wie immer eure Worte gelenkt. Verbeugte sich wieder vor euch. Und Asabo hat ein großes Lächeln auf dem Gesicht. So könnt ihr zu den anderen herantreten, die sich wo aufhalten? Auch im Informationsinstitut oder auf dem Platz? Ich werde zuerst wahrscheinlich mit dem hinter dem Rücken verschränkten Armen durch die Bibliothek spaziert und hätte mich interessiert an den Beständen des berüchtigten Informationsinstituts gelabt. Also nur die Buchrücken. Also ich würde auch keine Bücher rausnehmen. Ja, du siehst doch wohl, wie der ein oder andere interessierte Magister dir zusieht, aber auch nicht eingreift, weil sie schon wissen, dass du nicht zugreifst. Ja, ich bin Schwarzmagier, aber kein Dieb. Ja, nee, vor allem sind sie Hellsichtsmagier und wissen, dass du nicht zugegriffen haben werden wirst. Ah ja. Deswegen liegt überall bei mir ein permanenter Hellsicht drüben. Aber auch das hätten sie erkannt. Boltax, du hast eben deine Gespräche geführt. Eldan Gorbos, du möchtest ein Porträt malen oder einfach nur natürlich, so? Natürlich, natürlich. Ich bin im Stress. Wovon? Ja, das eine Motiv haben wir jetzt verbraucht. Da können wir kein zweites Bild zu malen. Das wäre schrecklich. Ja. Malen wir den Keil des Lichts. Natürlich mit den Keil des Lichts. Mit unserer ehemaligen, mit unserer ehemaligen Prinzessin, ja. Unserer jetzigen Kaiserin. Jalen Goldhand muss helfen, weil Jalen anwesend war, du selber nicht. Ich wollte eigentlich mich auf den Platz stellen und Albuin predigen, aber wenn alles bei Prioten ist, werde ich mir auf die Zunge beißen und lieber Eltern zur Hand gehen. Also einer ist da, wie gesagt. Ja, aber mit dem werde ich jetzt auch nicht in einen Konflikt kommen, den wir gerne vermeiden. Ja, du stehst davor am Platz, am Brunnen, wie er da wohl gerade beim Baumeister spricht, dann kannst du sehen, wie Eltern Gorbas sich von der Seite anspricht und dann eben Informationen und Beschreibungen zu der zum Keil des Lichts haben will. Würfel mal Geschichtswissenprobe. Geschichtswissen? Ja, oder was willst du mir sonst anbieten? Kriegskunst? Plus 10. Lass mich gucken, wie viel ich in Geschichtswissen habe. Weißt du was? Ist trotzdem die bessere Probe. Das habe ich mir irgendwie gedacht.